Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Bereich Deutsch. Ich bespreche heute das Verb rufen in allen Zeiten, in allen Personalformen im Indikativ, also in der Wirklichkeitsform. Beginnen wir gleich mit der Zeitform Präsens. Hier wird rufen gebildet mit der ersten Stammform, das ist der Infinitivstamm und den entsprechenden Endungen. Die erste Personeinzahl, die sprechende Person, wird hier gebildet mit Ich rufe. Es wird also an den Stamm Ruf eine Endung angehängt, und zwar ein E. Dann haben wir die zweite Personeinzahl, Du rufst. Hier haben wir die Endung ST. Dann die dritte Person, Singular, die besprochenen Person, er, männlich, weiblich, sie und sächlich, es, er, sie, es, ruft. Die entsprechende Endung, die wir hier vorfinden, ist ein hartes T. Dann kommen wir zur Mehrzahlbildung, ebenfalls beginnend mit der ersten Person, Mehrzahl mit den sprechenden Personen. Hier lautet die richtige Lösung, wir rufen. Es wird also die Endung en angehängt und damit haben wir die gleiche Bildung wie im Infinitiv selbst. Zweite Person Mehrzahl, die angesprochenen Personen, ihr ruft. Hier haben wir ein hartes T als Endung. Und schließlich die dritte Person Mehrzahl, die besprochenen Personen. Hier lautet die Lösung, sie rufen. Gleiche Bildung wie die ersten Person Mehrzahl, es wird die Endung en angehängt. Dann kommen wir zur zweiten Zeitform, die wir besprechen, und zwar zum Präteritum, auch mit Vergangenheit genannt. Diese Zeit verwenden wir immer dann, wenn etwas abgeschlossen ist, wenn etwas vorbei ist. Deshalb wird es auch Erzählzeit genannt. Eine einteilige Bildung haben wir hier, und zwar wird hier rufen mit der zweiten Stammform gebildet, und zwar rief. Das heißt, hier sieht man auch, dass rufen ein starkes Verb ist, weil wir haben eine Änderung vom Selbstlaut aus dem A wird ein langes I. Die erste Person Mehrzahl, beziehungsweise jetzt zuerst einmal Einzahl, wird gebildet mit Ich rief. Das heißt, hier haben wir die gleiche Bildung wie beim Stamm selbst. Es erfolgt keine zusätzliche Änderung. In der zweiten Person Einzahl lautet die richtige Anwendung Du riefst. Hier haben wir ein ST, das wir an den Stamm anfügen. Dritte Person Einzahl, männlich er, weiblich sie und sächlich es, er, sie, es, rief. Gleiche Bildung wie in der ersten Person Singular, keine zusätzliche Endung. Dann kommen wir zu den Mehrzahlformen. Erste Person, Mehrzahl, wir riefen. Es wird ein en angehängt. Zweite Person Mehrzahl, ihr rieft. Es wird ein hartes T angehängt und schließlich die dritte Person Mehrzahl, sie riefen, ebenfalls mit der Endung en. Und wenn wir uns erinnern an die Präsensbildung, dann sehen wir, die Mehrzahl wird hinsichtlich der Endungen im Präteritum gleichgebildet wie im Präsens. Das war die Bildung der Zeitform Präteritum. Diese wird mit der zweiten Stammform gebildet und den entsprechenden Endungen, während wir vorher die Präsens mit der ersten Stammform und den entsprechenden Endungen gebildet haben. Kommen wir nun zur ersten zweiteiligen Zeitform, und zwar haben wir hier das Perfekt, die Vergangenheit. Diese Zeit verwenden wir, wenn die Handlung noch andauert oder die Folgen der Handlung noch sichtbar sind. Typisches Beispiel, wenn es zum Beispiel geregnet hat und die Straßen sind noch nass, dann kann ich das Perfekt verwenden. Die zweiteilige Bildung folgt im ersten Teil mit dem Hilfsverb haben im Präsens und dem zweiten Teil mit dem Vollverb rufen im Partizip 2. Das bedeutet dann für die Bildung der ersten Person Einzahl, ich habe gerufen. Zweite Person Einzahl wird gebildet, du hast gerufen. Dritte Person Einzahl, er, sie, es hat gerufen. Dann haben wir die Bildung in der
Mehrzahl, erste Person, Mehrzahl, wir haben gerufen. Zweite Person, Mehrzahl, ihr habt gerufen. Und dritte Person, Mehrzahl, wird gebildet mit sie haben gerufen. Das war die Bildung des Verb rufen in der Zeitform des Perfekts. Zweiteilige Bildung, Hilfsverb haben im Präsens und Vollverb rufen im Partizip 2. Ähnlich erfolgt die Bildung in der dritten Zeitform, die wir für Vergangenes verwenden, und zwar Plusquamperfekt, auch Vorvergangenheit genannt. Diese Zeitform wird ähnlich gebildet wie das Perfekt, das wir vorher besprochen haben, nur wird hier das Hilfsverb haben nicht im Präsens gebildet, sondern im Präteritum. Das Vollverb rufen wiederum wird wieder im Partizip 2 gebildet. Und das Plusquamperfekt verwenden wir immer dann in der Vergangenheit von zwei Handlungen für die erste Handlung, die vorausgehende Handlung. Hinsichtlich der Bildung bedeutet das für die erste Person Singular, ich hatte gerufen. Zweite Person Singular, du hattest gerufen. Dritte Person Singular, er, sie oder es hatte gerufen. Dann haben wir die Mehrzahlbildung, erste Person Plural, wir hatten gerufen. Dann haben wir die zweite Person Mehrzahl, ihr hattet gerufen. Und die dritte Person Mehrzahl, gleiche Bildung wie in der ersten Person Mehrzahl, sie hatten gerufen. Das war die Bildung der Zeitform Plusquamperfekt, Vorvergangenheit, zweiteilige Bildung. Erster Teil Hilfsverb haben im Präteritum und der zweite Teil Vollverb rufen im Partizip 2. Wenden wir uns jetzt der Zukunft zu, beginnen wir mit Zukunft 1, auch Futur 1 genannt. Ebenfalls eine zweiteilige Bildung. Erster Teil wird gebildet mit dem Hilfsverb werden im Präsens, zweiter Teil mit dem Vollverb rufen, hier aber im Infinitiv. Das bedeutet für die erste Person Einzahl, ich werde rufen. Zweite Person Einzahl, du wirst rufen. Dritte Person Einzahl, maskulin er, feminin sie, neutral er, sie es, wird rufen. Mehrzahlbildung, wir werden rufen, ist die erste Person. Die zweite Person, ihr werdet rufen. Und schließlich die dritte Person, Mehrzahl, wird gebildet mit sie werden rufen. Das war die Bildung des Verbs rufen in der Zukunft 1, Futur 1, zweiteilige Bildung, Hilfsverb werden im Präsens und Vollverb rufen im Infinitiv. Und schließlich noch die sechste Zeitform, die Futur 1. Diese wird gebildet dreiteilig, und zwar im ersten Teil mit dem Hilfsverb werden im Präsens, im zweiten Teil mit dem Partizip 2 von rufen und der dritte Teil ist das Infinitiv von haben. Und wir merken hier schon in der Bildung, hier findet eine Verschmelzung von Zukunft und Vergangenheit statt oder eine Verbindung sozusagen, und das ergibt dann auch die Sinnhaftigkeit der Zeitbildung Futur 2, die wir immer dann anwenden, wenn wir uns schon überlegen, dass in der Zukunft etwas vorbei sein wird. Deshalb auch in der Bildung die Verbindung von Vergangenen und Zukünftigen. Und da es eine dreiteilige Bildung ist, lautet hier die erste Person Einzahl, ich werde gerufen haben. Zweite Person Singular, du wirst gerufen haben. Dritte Person Singular, er, sie, es wird gerufen haben. Dann die Mehrzahlbildung, erste Person Mehrzahl, wir werden gerufen haben. Zweite Person Mehrzahl, ihr werdet gerufen haben. Und die letzte Bildung hier, die dritte Person Mehrzahl, sie werden gerufen haben. Das war die Bildung der Zeitform Futur 2 für das Verb rufen. Dreiteilige Bildung, erster Teil Hilfsverb werden im Präsens, zweiter Teil Vollverb rufen im Partizip 2 und dann wird noch das Infinitiv von haben als dritter Teil angehängt. Das war insgesamt die
Bildung von Rufen in allen Zeitformen und Personalformen im Indikativ. Viel Spaß mit diesem Video und viel Erfolg in der Schule.